Soweit, so gut. Ja, da wäre ich mein, da wäre ich zu Not auch, Nee, ist doch ein bisschen zu weit, Vergiss einfach, was ich hier gesagt habe. Hey, hopp. Ich habe bloß Angst, irgendwie runterzufliegen. Vor allem, wenn er jetzt immer das macht, was er nicht soll. Und ich hab. Zum Beispiel. Moment. Was würde mir das jetzt bringen dort oben? Kommt, nee, da oben würde ich gleich hinkommen, ne? Glaube ich nicht. Ich gehe lieber den offensichtlichen Weg hier lang. Ein Schatz. Dieses Verlangen, diesen Schatz da jetzt zu holen und das beklemmende Gefühl zu versagen, ne? Das ist... Von wüsste ich sowieso nicht. Wie ich dort hochkommen sollte. Ich verzichte auf diesen Schatz. Ja, offensichtlich muss ich ja hier hin. Genau, fangen hier die Schätzchen. Ja, so ein bisschen reiche Beute haben sie ja gebunkert, ne? Da, hier habe ich noch was. Und ja, dann können wir uns eigentlich hier dran zu schaffen machen. Und wir wollen ja nicht wieder allzu gierig sein. Ein offensichtlicher Ausgang. Ein viel zu offensichtlicher Ausgang. Wir erkunden ja jetzt bloß einen Teil von Venedig. Der andere Teil kommt denn noch. Und jetzt dazu. Alter, dass sich da auch niemand wundert, ne? Die Bestie muss gefunden werden. Fiese Kreatur, lass ab von mir! Nehmt es und geht's. Mein Besitz gehört euch. Versucht hab dich! Mich. Ich bin nur ein Diener. Nehmt es
und geht, Signore. Per pietà. Ich führe nur Befehle aus. Hab dich. Hey, kein Grund überzuschnappen. Naja, leider. Oh, oh. Wir haben das wirklich gesehen, verdammt. Nein, 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 nein. Ja, dann gehen wir diesen Weg lang. Ist ja nicht allzu wild. Mach mir ein paar bloß ein bisschen Sorgen. Oh. Ja, da staunst du mal. Das ist reines Können, mein Freund. Reines Können. Gott, bin ich müde. Und jetzt hat mein Rücken. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Ja. Yeah. Bitte, herein. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Sagt mir nur, was getan werden muss. Und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Beinbruch. Wünsche ich auch. Das heißt, jetzt muss ich die Bogenschützen erledigen oder so ein Cheat. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Entschuldigung. Ja, genau. Und dann auch alle schön brav da. Was für eine Scheiße. Oh, das kratzt jetzt gerade. War richtig im Hals. Hat es auch manchmal? Das ist ekelhaft, wenn er so. Halt die Schnauze! Wenn du denn so ein richtig schönes Kratzen im Hals hast und du kannst dagegen echt nichts tun und man hofft, einen Schluck zu trinken. Würde das Ganze lindern, aber das tut's nicht. Boah, wie ich das hasse. Er ist hin, schneller! Verliert ihn nicht! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Verliert ihn nicht! Bam! Ihr seid zwar nicht die Ziele, die ich will, aber... Du bist ein Ziel. Halt doch die Schnauze.
Wenn er hier war, ist er jetzt weg. Runter, sofort! Verdammt! Sofort runter hier! Schnell! Alter, hat doch die Klappe! Da ist er! Wirklich! Sind drei. Ich weiß zwar nicht, warum das Ding gerade mitkommt, aber er wird sollt. Oh doch, das will ich gerade. Was willst du hier? Geh runter! Ne. So, Antonio helfen, wo ist er? Nicht weit entfernt. Genau zu sein hier drüben. Hier oben. Wo ist der denn? Wo ist der denn, der gute Antonio? Läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius' Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Okay. Obwohl ich lieber alleine arbeite. Alter, ihr steht mir extrem im Weg, ne? Wo sind denn deine Männer, wenn man sie mal braucht? Ach, da. Einverstanden. Baby. Moment mal. Da. Nicht so schnell, mein Freund. Ja, das bekommt ihr für eure Taten, Strozzi. Okay, das heißt, wir müssen wohl nach oben oder müssen wir mal rumrennen? Dann würde ich sagen, nach oben. So wie es aussieht, oder? Weil da kommen wir ja nicht rum. Und hier ist zu. Also das heißt doch nach oben. Aber das ist eigentlich hier kein Problem. Und dich holen wir gleich mit.